Ja, hallo Freunde, es ist wieder soweit, Castle Trader Zeit aus dem schönen Zypern, wie gewohnt jetzt. Ja, es geht heute mal wieder um ein Strategievideo, dem 112 Trade. Den setze ich heute auf den XLP ETF auf. Ich erkläre euch den Trade, ich zeige euch, wie ich den dann aufsetze. Es ist noch kein US Open, deswegen kann ich es noch nicht live machen. Ist aber nicht schlimm, ihr wisst trotzdem, wie er funktioniert danach. Und ja, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, weil mein schönes Yeti-Mikrofon ist kaputt gegangen. Da habe ich einen Kabelbruch. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Einen Kabelbruch gehabt. Ja, jetzt ist der Ton auf die Webcam gegangen. Ich versuche es gleich in der Schneidesoftware noch nach oben zu etwas zu korrigieren. Ansonsten bitte im Video den Ton ein bisschen lauter machen. Jetzt müsste er wieder okay sein. Aber gleich wird es leiser. Aber ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, das alles nochmal zu drehen jetzt. Deswegen, es muss heute mal so gehen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wir legen jetzt direkt los. Musik, Disclaimer und dann Feuer frei. Bis gleich. So, Freunde, auf geht's. Heute schon wieder Strategievideo. Ich weiß ja, ihr steht ja drauf. Ja, mal wieder was ganz Neues oder nichts Neues, aber mal was anderes. Es soll ja immer nur zum Selberdenken anregen. Es soll das jetzt nicht immer alles stur nachhandeln, nur weil ich jetzt vielleicht mal irgendwas hier zeige. Ich handle auch nicht alle Strategien immer jeden Tag. Die 112-Strategie finde ich persönlich total klasse. Viele handeln die in Amerika natürlich wieder wie immer als Income-Strategie. Ich handle die nur, wenn ja, wenn es passt. Und beim XLP-ETF, ne, das ist der S&P Consumer Staples ETF, passt es charttechnisch, dividendentechnisch. Ja, es passt halt. Ist ein kleiner Wert. Kann man mal einstreuen. Ja, darauf gehen wir jetzt mal ein, was das ist und wieso und weshalb. Wer nicht weiß, was der XLP ist, das ist wie gesagt der Basiskonsum Sektoren ETF. Ja, quasi der globale ETF von S&P auf alles, was essen, trinken, putzen, Haare waschen, keine Ahnung, Klopapier ist. Da gibt es noch Consumer Discretionary, das ist alles das, was wir gerne hätten, aber nicht brauchen, sage ich mal. Von Tesla bis ja, irgendwelche teuren Schmuck-Aktienfirmen und so weiter oder Uhren. Ja, ne? Und Procter & Gamble und Co. und Pepsi und Cola und alles Mögliche ist halt dann Consumer Staples. So, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Hier unten muss ich ja nichts mehr zu sagen. Das Spielchen kennt ihr alles. Heute sage ich da mal nichts zu. So, jetzt mache ich auch mal hier meinen Malstift an, falls ich den jetzt brauche. Wollte ich auch mal wieder einführen. Was ist die 112? Also 112-Strategie. Nichts Komplexes, also müsst ihr keine Panik kriegen wie ein Butterfly oder irgendwas. Aber ja, immer nur Shortputs zeigen oder ist ja auch langweilig auf Dauer, ne? Also, die 112-Strategie ist eine Strategie für einen Credit. Boom, Credit. Wir kaufen zuerst ein Put-Debit-Spread aus dem Geld. Könnten theoretisch auch direkt am Geld machen, ne, oder nah am Geld. Eigentlich macht man es so ein bisschen aus dem Geld, ne, hier OTM. Und verkaufen dann zwei Shortputs noch weiter aus dem Geld. Der 112 kann natürlich bei entsprechenden Underlyings auch mit 20K-Regel in Deutschland gehandelt werden. Ich habe den XLP heute genommen. Das sind wir ungefähr, weil wir auch einen Longput mit drin haben, so um die, ich glaube, knapp $100 sind das. Ja, dann habt ihr halt noch 19.900 Euro frei, wenn der ins Minus geht, ne? Wir haben also drei Legs und drei Strikes. Klingt kompliziert, ist aber super einfach zu handeln. Ist es wirklich. Na, hier, theoretisch wäre das jetzt hier wie ein Shortput. Was wir jetzt hier machen ist, wir kaufen, ich hoffe, am Handy wird es ein bisschen enger. Wir kaufen hier ein Longput. Wir verkaufen hier ein Shortput. Das Ganze macht jetzt macht den Debit Spread aus. Nennt sich auch Bear Put Spread. Ne? Bear BPS, Bear Put Spread. Und hier
ist der nächste Strike. Da verkaufen wir zwei nackte Shortputs. Soweit erstmal so gut, ne? So, das Ding nochmal aus hier. Könnt auch nochmal sonst größer ziehen. Ja, so der Vorteil. Wir bekommen eine Prämie. Unsere zwei Shortputs, die wir ja hier kaufen, hier oben, das sind die Break-Even-Punkte hier, überkompensieren die Kosten des Put-Debit-Spreads. Per Put-Spread, ne? Ich stehe es nochmal. Wenn der Markt etwas fällt, bekommen wir sogar noch mehr Prämie innerhalb der Trap-Falle. Ne? Die Amis nennen das Trap oder Mouse-Trap. Das ist das kleine Ding. Man kann es ein bisschen größer machen. Wäre vielleicht noch einfacher hier. Ist ja, können wir ja mal machen. Wenn der Kurs nach oben läuft, was wir hier eigentlich wollen, bekommen wir hier unsere Prämie. Ne? Ich zeige es euch gleich nochmal kurz in Optionsstrat. Ich zeige euch auch einen Chart und wie das da nochmal genau dann im Chart, dann markiere ich euch das alles bunt oder habe ich schon gemacht, und damit ihr das versteht, um was hier geht. Also wenn es nach oben läuft, verdienen wir einfach nur unsere Prämie, die wir für den Trade bekommen. Laufen wir jetzt hier runter. Das ist jetzt zum Beispiel der XLP. Ne? Ich habe das mal gekraut, dass das nicht alles so bunt wird. Wir laufen jetzt hier mal, sagen wir hier 4, 3, 4, 5% ins Minus. Hier hin. Dann kriegen wir hier ungefähr, Pi mal Daumen, die dreifache Prämie von dem, was wir initial bekommen haben. Ist so ein bisschen Butterfly-Effekt. Ne? Gibt es auch einen Kinofilm zu, aber ist jetzt hier was anderes. Fällt es noch weiter runter, rennen wir natürlich wie bei einem Shortput ins Minus. So, wie könnte man denn das Ding jetzt handeln? Das zeige ich euch gleich. Ach, ich schiebe das jetzt mal hier hoch. Ist ja egal. Also wir bekommen eine Prämie, hatten wir schon. Wenn der Markt etwas fällt, bekommen wir noch mehr Prämie innerhalb der Falle nahe des Verfallsdatums. Ne? Weil die T plus 0 Linie, die geht erstmal hier so blöde hier runter. Und die geht dann ja mit der Zeit hier oben rein und immer weiter, bis wir dann hier am Verfallstag die Expiration Linie haben, ne? Was jetzt hier schwarz ist. Der Nachteil: Hier müsst ihr echt das Regelwerk einhalten. Hier ist nichts mit, ich gucke mal und dann überlege ich mal, wenn ich im Minus bin, was ich mache. Nee, das muss genau vorher geklärt sein, weil ihr habt zwei nackte Short-Puts hier hinten liegen. Deswegen, das nicht unbedingt auf den SPX handeln. Das könnte dann vielleicht wehtun, wenn es dann hier richtig runterkracht, denn ihr habt irgendwo noch ein Hedge laufen. Dann kann man es natürlich machen. Ich handle es vorwiegend auf Aktien und auch nicht auf so riesengroße Aktien, weil ich muss ja zwei Kontrakte abnehmen. Wie gesagt, ich zeige es euch gleich nochmal alles. Ich will es nur schon mal angesprochen haben. Ja, falls der Kurs doch stark und schnell fällt oder gegen uns läuft, ne, immer einen Exit-Plan haben. Sagen wir mal, 100% ist gängig, also bei einer Verzweifachung eurer erhaltenen Prämie geht er raus. Oder bei 200%, bei einer Verdreifachung eurer Prämie. Das muss von vornherein feststehen, dass dann Ende im Gelände ist. Oder wir sind damit einverstanden, zwei Kontrakte des Underlyings, ach, da haben wir doch schon mal den ersten Fehler, des Underlyings anzunehmen oder abzunehmen vielmehr, bei Aktien-ETF. Ne? Bei Indizes geht das natürlich nicht. Rohstoffe lassen wir jetzt mal raus. So wie ich heute im XLP-Muster-Trade, Beispiel-Trade, ne? Oder wie ihr es nennen wollt, nachher auch Live-Trade. Wenn denn der Markt mal aufmacht, weil wir haben ja erst 1:30 nach eurer Zeit. So, jetzt gehen wir mal. Jetzt zeige ich euch mal kurz, worum fangen wir denn an hier? Wir fangen mal an mit Optionstrat. Hier seht ihr jetzt nochmal dasselbe Bild. Der Kurs ist ungefähr, ich habe ihn gestern schon mal bei Optionstrat reingelegt, bei 68,92 war mal gestern am Ende. Er war vorher ein bisschen tiefer, war ein bisschen besser, ist dann wieder ein bisschen gestiegen. Wir kaufen einen Longput. Ja, ich sehe das schon. Er hat ja gesagt, 100 Dollar, es sind 92 Dollar. Ja, 92 Cent mal 100. 92 Dollar Longkosten. Ich habe da an der Backe, die fallen dann auch in die 200, in die 20.000er Olaf-Formel rein. Dann verkaufen wir einen Punkt drunter, ein Shortput für 68 Cent. Also haben wir natürlich mehr bezahlt, als wir bekommen haben. Jetzt verkaufen wir bei 65. Verkaufen wir zwei Shortputs, A38. Die zwei zusammen ergibt dann mehr als die Kosten für den hier, so dass wir hier bei einem Credit von 52 Dollar sind. Der Max-Loss ist klar, die Prämie, die wir behalten haben, minus zweimal 6.892 hier quasi, weil die müssten wir hier abnehmen, ne? Dann die Prämie noch dagegen, ist dann der Max-Loss. Chance of Profit 96%, wisst ihr Bescheid, speziell XLP, der bewegt sich nicht so ultra schnell. Der eiert Ewigkeiten auf der Stelle rum. Klar, im Chart macht er natürlich Bewegung, aber er ist ultra langsam.
Ja, unrealized gain 2 Dollar. So, ich würde bei, hier ist ja 65, ich würde den, hier, Entschuldigung, das Break-Even hier oben, bei 65, wie gesagt, würde ich zwei Kontrakte abnehmen. Dann wäre ich bei 6.500, ne, mal 2, für 13.000 nehme ich die ab, dann habe ich noch die Prämie gekriegt und so weiter und so fort. Wäre für mich völlig okay. So, würde der Kurs nach oben gehen, hätte ich die 52 Dollar, wäre es auch gut. Was ich jetzt cool fände, wenn der Kurs mal 5% fällt hier, oder sagen wir mal ab hier, gerne 3%, gerne 4%, gerne 5%, gerne 5,7%, aber dann darf es auch aufhören und dann darf er wieder drehen. So, und jetzt zeige ich euch auch, warum. Also man muss ein bisschen denken. Es ist jetzt nicht so ein ganz statischer Trade, so, oh, Simple hat gezahlt, bum, 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 da rein, kloppen, da raus. Ihr könnt euch auch, wie gesagt, die Amis handeln das als Income-Strategie auf den SPY, SPX und so weiter. Kann man natürlich machen. Ich mache das gerne mit Aktien, auch wie im letzten Video mit dem Broken Wing Butterfly. Das ist so ein bisschen so von der Denke her das ähnliche Szenario. Und ich zeige euch jetzt auch warum. Ich mache jetzt hier den wieder weg. Jetzt gehen wir hier nochmal auf das letzte Bildchen. So, jetzt lese ich nochmal vor. Der 112 Trade. Der Grund: Ich bin bereit, zweimal 100 Stück des XLP zu je 65 Dollar ins Depot zu nehmen. Die Dividende beträgt dann, ich habe jetzt hier geschrieben, dann 3%. Das ist meine absolute Untergrenze für ein Wertpapier, was ich überhaupt aufnehme. Ich kaufe keine Tesla, ich kaufe nichts, ich kaufe nur Dividendenwerte. Ihr wisst ja, ne? Drei-Säulen-System bei mir. Dividende ist ein großer Punkt davon. Also will ich mindestens 3% haben, weil ich will das Ding jetzt auch nicht bis zur Ewigkeit halten. Aber wenn ich es denn im Nest drin liegen habe, dann möchte ich 3% haben. Ne? Ihr seht schon hier. Bop, 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 bop. Seit, ja, wo geht denn das Theater los hier? So, Januar 22. Also wir sind seit ein Dreivierteljahren eiern wir hier in einer Seitwärtsphase. Ne? Wenn der ein bisschen größer wäre und ein bisschen mehr Wohler hätte, dann könnte man den perfekten Strangle hier draus bauen. Ja, ist aber jetzt halt mal nicht. Ne? So, jetzt erstmal hier mein Wunsch. Mein Wunsch, ne? Ich habe das mal ganz blöde hingeschrieben. Nicht mein Ziel, mein Wunsch wäre vorrangig die dreifache Prämie in der Trap zu erhalten. Hierzu kann der Kurs des XLP locker 5,5%. Das hat man eben 5,8. Wir gehen nochmal gucken. Ja, hier 5,7. So, dreifache Prämie. Wo hat er die jetzt wieder hergeholt? Hier, 152 Dollar. Wir haben 52 gekriegt. Das Dreifache wären 156. Ja, ist ja ansatzweise das Dreifache, ne? Die kriegen wir hier. Und wann kriegen wir die? Zur Expiration. Die kriegen wir jetzt nicht hier, ne? Hier wären wir hier oben drin, da denkt man, öh, toll, 42 minus. Was hat er uns dann da jetzt wieder erzählt? Ja, wir müssen dann natürlich ein bisschen warten, bis der Trade anläuft. So, wenn wir jetzt hier runterkommen, dann haben wir immer noch nur hier 40 von unseren 52. Wir haben aber im Hinterkopf, wir nehmen die Aktie, wir lassen das Ding gnadenlos laufen, ist uns völlig egal. Deswegen nehmen wir auch keinen SPX. Da müsste ich jetzt 100% Regel machen. So, dann bin ich hier 16 Tage drinne. Ich habe gekriegt 50, natürlich nicht im S&P. Und ich muss raus bei ja, 100%. Dann hier, zack, ne, dann ist vorbei. Dann bin ich jetzt hier weg und dann kommt er doch wieder hoch, weil das habe ich ja als Intention. Zeigen wir gleich nochmal, wieso. Dann ist das ja doof, ne? Und dann geht vielleicht auch noch der Wohler hoch. Ja, dann sind wir noch weiter im Minus. Ja, dann lass es doch halt weiter ins Minus gehen. Ich will, dass der hier hinkommt oder ich wünsche es mir. So, was passiert dann? Hier unten ist noch starker Support. Sehen wir gleich wieder in dem Bild. Er geht wieder hoch. Ne? Weil wir haben auch eine Krise. Wir haben ja mehr als eine Krise auf der Welt. Was passiert denn dann? Wenn jetzt alles runtergeht, dann ist es das, was stabil läuft. Ja, so Werte wie Gesundheit, jetzt komme ich nicht mehr aufs Wort, ja, Basiskonsumgüter, ne, das mal so ein bisschen im Hinterkopf, mal so ein Wink mit dem Zaunpfahl, das dürfte dann wieder kommen, wenn dann Tech abschmiert, ne, viel zu hohe Bewertung, Nvidia und Co. Also ist das, gehe ich davon aus, das geht wieder hier hoch. So, was ist denn, wenn es jetzt wieder hochgeht? So, dann läuft natürlich zum ersten Mal erstmal die Zeit weg, mein Täter arbeitet für uns, so, jetzt haben wir hier die Hälfte rum. Der Kurs steigt wieder. Was passiert? Der Wohler fällt. Ich komme dann hier rein und dann lasse ich den Eumel laufen. Dann lasse ich den laufen, laufen, laufen. So, dann bin ich vielleicht hier irgendwo jetzt hier bei 4% und sage ich, weißt du was? Arsch geleckt, wollte ich schon sagen.
135 Dollar zu 103, was waren es, 156 oder was ich hätte kriegen können, oder 153, gehe ich jetzt hier raus, ich mache das Ding zu. Man könnte sogar theoretisch nur die Shortputs zumachen und lässt den hier sogar noch als Hedge stehen. Ich würde jetzt einfach alles zumachen, nehme das Ding mit, setze hier nochmal neu auf. Ne? Noch ein bisschen enger ans Geld ran hier und noch ein bisschen mehr Prämie einkassiert und lassen dann durchlaufen. Ansonsten, wie gesagt, lässt er einfach durchlaufen, lässt ihn hier Expiration 152 nach 50 DTE. Ich habe den jetzt mit 50 Tagen gemacht. Wenn er jetzt hier irgendwo ist, das war bei 37, ja, dann kann man ja hier, na, vielleicht noch nicht so, ne, aber er steigt wieder zurück, Wohler fällt, jetzt gehen wir hier oben rein, wir sind hier wieder bei 130 oder lass es 120 sein, ist ja völlig wurscht. Dann gehen wir jetzt hier raus, weil was willst du denn jetzt hier noch 13 Tage oder 2 Wochen warten? Gehst du raus, machst du neu auf, ne? Nochmal 150 so ungefähr auf das Wunschziel hingearbeitet. Ja, am Ende sieht er dann so aus. So, Basiskonsum steigt, gehe ich davon aus. Das heißt, wir sind die ganze Zeit hoch. So, jetzt läuft das alles nicht. Ne? Wir haben ja nur noch KI und Tech und alles ist ja so toll. Warum sollen wir denn jetzt hier nur Coca-Cola und Co.? Also, wie gesagt, das Basiskonsumgüter, ETF, hier ist alles Mögliche drin. Ne? Nicht nur 3 Aktien oder so. Ja, dann lass den doch, jetzt gucke ich charttechnisch, ja, lass den doch hier runterfallen. Ne? Hier Riesen, hier so fängt es ja an, Supportzone. Hier ist unser, das Grüne ist der Debit Spread. Hier unten ist der Credit Spread. Das ist jetzt einfach mal farblich gemacht. Und verlieren würden wir, wenn wir es nicht andienen lassen wollen würden, wenn es jetzt hier ein Index wäre oder so, dann würden wir hier unten wäre unsere Verlustzone. Ne? Dann ging es dann los, hier unterhalb der 65. So, und der Max Profit ist hier in der Falle. Sagt man halt immer so, ne? Ist nicht mal auf meinem Mist gewachsen, Bärenfalle, Mousetrap, keine Ahnung. Ne? Hört sich halt toll an, man muss dem Kind ja immer einen Namen geben. 112 ist ja auch so ein Name. Wir könnten ja auch 007 nennen oder was weiß ich. Wir fallen hier rein und wo ist denn die Zone, wo er wahrscheinlich doch mal dann irgendwie wieder drehen würde, wenn wir schon ein bisschen an der Börse sind? Na, hier, also hier so, hier. In dieser Zone halt, ne? Da gehe ich von aus, zack, und dann soll er da drinnen stehen bleiben. Macht es nicht, Pech, dann habe ich das Ding halt drinnen mit einem schönen Rabatt von 6%. So, wird mein Wunsch nicht erfüllt, erhalte ich den ETF mit knapp 6% eingebucht. 2 Stück, ganz wichtig, ne? Von vornherein mit eurem Kapital, was ihr auf dem Konto habt, natürlich kalkulieren. Wie viel macht das jetzt aus, wenn ich den einbuchen lasse, wenn ich natürlich nur 20.000er Konto habe, dann kann ich den Trade so nicht machen. Ne? Dann habe ich eine Exit-Formel, wie wir vorne gesagt haben, Exit-Regel 100% meinetwegen, zack, raus. Und dann muss ich auch noch gucken, ist das dann der Verlust maximal vielleicht 1% oder vielleicht maximal 2, obermaximal 2,5% vom Depot. Oder habe ich ein 100.000er Konto, ja, dann kann ich das Ding hier mit 2 Kontrakten einbuchen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Und so funktioniert das Ganze. Und das war es jetzt auch schon. Jetzt sind wir mit 16, 17 Minuten, sind wir durch mit der Nummer. Ja, und ich würde sagen, na, guckt euch nochmal alles an. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr neue Ideen habt, ich könnte das ganze Jahr so weitermachen mit so einem Kram hier. Aber ich handle das ja auch nicht alles. Ne? Den Trade, den mache ich heute. Den werde ich auch wieder machen, wenn ich das so ein bisschen im Kopf habe. Ansonsten mache ich das mit Broken Wing Butterflies, aber da mache ich das dann ehrlich gesagt lieber auf den Index halten. Ne? Aber wegen, ich muss natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Und hier mit 150 Euro oder 50 kommen wir jetzt nicht ganz so weit. In dem Fall mache ich das aber, weil macht einfach Laune. Und den würde ich auch reinnehmen, den ETF. Und ihr wisst, ich würde euch nichts zeigen, was ich nicht selber machen würde. Das ist absoluter Grundsatz bei mir. Also, dass ich euch jetzt irgendeinen Käse hier zeige, auf schon wieder 100. Strategie. Aber so ist halt cool. Und ja, ich finde das Ding nett. Ne? Einfach nochmal alles angucken. Ansonsten sehen wir uns bald zum nächsten Video. Wie gesagt, Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Wünsche immer rein. Schreibt mal ein bisschen. Und ja, ne, viele Grüße auch an meinen Stammhater. Ich habe ja immer genau einen Hater, der wartet immer drauf, der weiß genau, wenn das Video kommt. Oh, jetzt muss ich ein Minus geben. Da könnte ich jetzt mal totlachen. Ich finde das total cool. Aber ja, vielleicht kommt ja noch ein zweiter irgendwann dazu. Stört uns ja nicht. Ne? Wir machen so weiter wie gewohnt. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.